Guten Morgen aus Berlin, die neuen Corona-Zahlen aufbereitet und präsentiert von Olaf Gersemann aus der Weltredaktion. Es ist ein ziemlicher Schocker, den das RKI da bereithält am frühen Morgen. 14.356 Fälle sind dem Institut gestern gemeldet worden. Das ist der höchste Tageswert seit dem 27. Januar. Im Vorwochenvergleich sind wir bei einem kräftigen Plus von 20,5%. Das kann natürlich ein einmaliger Ausreißer sein. Wir wissen aber nicht, woher er rührt. Von daher ist das wirklich verschärft zu beobachten. Die 7-Tage-Inzidenz machte einen kräftigen Satz nach oben von 65,4 auf 69,1. Das ist nun der höchste Wert seit 3,5 Wochen. Immerhin, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein halten sich tapfer unter 50. Dafür liegt die Inzidenz in Thüringen jetzt schon wieder bei 138. Die Zahl der aktiven Fälle in Deutschland steigt. Im Vorwochenvergleich sind wir nun bei einem Plus von 5,0%. Das ist der höchste Zuwachs seit Heiligabend. Insgesamt muss man sagen, ist der Aufwärtstrend bei den Fallzahlen nach wie vor im historischen Vergleich, im Vergleich zu früheren Episoden Juli, September, Dezember eher schwach. Am aktuellen Rand nimmt allerdings etwas Fahrt auf. Wir haben 321 Tote zu beklagen. Hier sind wir im Vorwochenvergleich mit 11% im Minus. Der 7-Tage-Schnitt liegt nun auf dem niedrigsten Niveau seit dem 23. November. Hier also ist der Abwärtstrend intakt. Und das liegt insbesondere daran, dass geimpft wird und das geimpft wird insbesondere bei den Hochbetagten. Auch gestern lag der Anteil der Altersklasse 80 plus an den Corona-Fällen mit 3,9% deutlich unter ihrem Bevölkerungsanteil. Und wenn die Zahl der neuen Fälle insgesamt, wie berichtet, im Vorwochenvergleich um 20% im Plus liegt, liegt die Zahl der Fälle über 80 im Vorwochenvergleich sogar leicht im Minus. Das soll es erstmal gewesen sein. Ich wünsche einen schönen Start in den Tag.